Lisa und Caro, a.k.a. Engel und Teufel, lassen die Puppen, Gäste tanzen. Ich wohne in L.A. Warum Paul Ripke am Boden des On Your Magic Studios angekommen ist und Selfie-Sandra in fremden Zungen spricht. Nee, das ist ja Englisch. Seht ihr in 3, 2, 1. Du bist schön. Der TÜV war ja da. Mel hat alles bestätigt. Habt ihr den TÜV auf jeden Fall bestanden? Danke dir. Gott sei Dank. Achtung, Achtung. Die nächste Challenge. Schichtbeginn. Rein in die Arbeitsklamotten. Denn ihr werdet heute eure ersten Kundinnen empfangen. Ihr? Naja, nicht ganz. Hier kommt euer erster Spieler. Ich bin Paul Ripke, ich bin 43 Jahre alt und Fotograf und mach so Quatsch im Internet. Ich wollte mich hier bewerben. Ich hatte Paul nicht viel erzählt. Caro erklärt nicht immer ganz genau, worum es geht. Jetzt so die Detailtiefe ist nicht immer ihrs. Worum geht's hier inhaltlich? Oh. Oh. Das magische Sales-Trio ist komplett. Paul begleite unsere erste Begleiterin durch den Store. Wie Engel und Teufel sitzen dir Caro und Isa auf der Schulter. Wer wäre gerne Engel, wer wäre gerne Teufel? Ich glaube, du bist komplett schwarz, Teufel. Dann bin ich der Teufel. Heute war ein super lustiger Tag. Ich konnte endlich mal Paul steuern. Weil völlig klar ist, dass Caro da großen Spaß daran hat, mich nicht besonders positiv dastehen zu lassen. Das ist manchmal ein bisschen lehrerhaft auch. Deshalb fand ich das heute ganz gut, dass ich das heute mal sein durfte. Ihr werdet mir Anweisungen geben, denn ihr wisst ja, wie es geht und ich noch nicht. Wir haben vorne eine Make-up-Bar, da kann man sich auffrischen lassen, da kann man sich beraten lassen. Mhm. Dann haben wir die Nails-Bar. Hier gibt es Sticker für die Nägel. Da hast du hier Produkte, hier hast du eine Chill-Lounge. Ein Code 3. Ja? Hast du eine Kaffeemaschine. Hinten ist noch eine Gaming-Zone. Wohnanlage wegen dem Gaming-Zone. Der spiegelt den Laden wieder, zeigt so die Crazy. Heute sah aus wie gestrandet. Unsere Mitarbeiter müssen auch ordentlich aussehen. Ich finde, du bist noch ein bisschen weit entfernt davon. Mit dem wirst du magisch ausschauen. Also Catrice, Own Your Magic, sage ich zur Begrüßung. Own Your Magic okay, Studio. Own Your Magic Studio. Das ist das Own Your Magic Studio, guck mal. Own, ja. Wir hatten unsere Mystery-Shopper und es haben sich ganz wundervolle Mädels gemeldet. Die haben uns heute besucht und wussten aber gar nicht so wirklich, was auf sie zukommt. Schön, dass ihr da seid. Wie heißt ihr denn? Alina. Jessica. Seid ihr bereit für heute? Ja. Sehr gut. Wir nicht. Deshalb haben wir uns einen Praktikanten an unsere Seite geholt. Hoffentlich ist er nicht zu spät an seinem ersten Arbeitstag. Ja, sonst wird's krachen. Wir hatten einen Knopf im Ohr und dann haben wir die Anweisungen gegeben. Es war einfach witzig, wenn man so ein bisschen die Fäden ziehen kann, wie bei Puppen. Ja. Also zu einem erfolgreichen und wichtigen Mitarbeiter sind ja verschiedene Aspekte wichtig. Das Soziale, die Fachkompetenz. Hey. Ich bin Paul, hallo. Hi. Herzlich willkommen im Own Your Magic Studio. Ich weiß nicht, ob ihr Caro oder Isa folgt. Das sind zwei einfach super independent Women, die dafür stehen, dass sie Magic geowned haben. Du nimmst sie nach vorne mit. Und ich nehme euch jetzt einfach mal nach vorne mit zum Schminktisch. Das ist mein erster Tag hier. Kann ich euch ein bisschen Geld geben, damit ihr denen sagt, es war mega gut, weil der Job ist mega wichtig für mich. Schauen wir mal. 20 Euro ist das okay. Die sehen, was wir hier machen. Darf es denn vielleicht ein Kaffee sein erstmal? Sag, nee, du hast keine Zeit. Du gehst jetzt nach vorne und schminkst sie, ja? Ich habe leider gerade keine Zeit, einen Kaffee zu machen für euch, aber später okay. Vielleicht. Na gut. Und wir gehen jetzt erstmal an den Schminktisch. Da ist ein schönes Licht auch. Die Wimpern, die malt man an, ne? Wimperntusche. Mit Wimperntusche, damit die passen. Aber eigentlich weißt du das Produkte. Auch schon. Du das bist weiß ja ich natürlich alles schon. Ich bin Catrice Professional. Na gut, danke. Nennen Sie Susi und Brigitte. Nochmal ganz kurz die Namen. Du bist Susi, du bist Brigitte. Wie fangen wir an mit dem Schminken? In meiner Beauty-Routine mache ich normalerweise erstmal die Basics mit einer Foundation. Ihr seid ungeschminkt und ihr seid wunderschön, so wie ihr seid. Wir machen erstmal so eine kleine Yoga-Session. Und sagt euch, du bist schön. Du bist schön. Du bist schön. Okay, und jetzt nehmen wir die Hände kurz zusammen. 4 Sekunden halten. 1, 2. Du machst jetzt auf jeden Fall die Hundestellung mit nochmal einmal Hunde bellen. Und dann fangen wir an mit Schminken, gell? Und dann wieder halten, 4 Sekunden. Ihr könnt das noch einmal machen, bitte. Ich mache einen kurzen Downward Facing Dog. Oh, ich hätte die Hälfte, glaube ich, nicht gemacht. Hätte ich so einen Knopf im Ohr. Doch, jetzt gemacht, aber mir wäre es ultras unangenehm. Ich habe gerade keinen Selbstfreund drauf. Das heißt, du siehst noch mehr, wenn ich rot werde. Paul macht sich sehr gerne zum Raus. Das hat man heute aber auch gemerkt. Ja. Dem ist einfach nichts heilig und das liebe ich auch. Weil so sehe ich die Streamer bald. Dass sie so in 10 Jahren werden die genauso sein. So also ein bisschen abnehmen, ne? Die Foundation, wisst ihr, was für ein Farb. Nee, das weißt du. Ich weiß, was für einen Farbton ihr habt. Was ist hier überhaupt Foundation? Ich würde Concealer nehmen und dann den allerhellsten, den weißen. Was ist denn Concealer? Okay. Liquid Camouflage.
faul. Du bist mit vollster Überzeugung dabei. Du weißt alles. Du kennst alles. Schön unter die Augen. Ja. Der Concealer kommt unter die Augen. Foundation ist in der Schublade, weißt du natürlich auch. Achso, ja, in der Schublade sind die Foundations. Habe ich kurz vergessen. Das ist Puder. Ja, ja, klar. Ich wollte dir nur das Puder mal zeigen. Okay, danke. Und das ist die Foundation, die wir hier haben. Also ich teste es immer bei mir so auf der Handoberfläche, um dann so den Farbton zu... Das ist jetzt nicht. Okay. Nimm einen extrem hellen und sag, das passt und mach's drauf. Das ist jetzt Isas Liebling. Die ist ja so ein heller Hauttyp. Mhm. Und dementsprechend machen wir das jetzt einfach. Hier ist das Schwämmchen, oder? Nee, das ist Watte zum Wegmachen. Okay, aber das ist ein Pinsel. Ja, aber ich... Sag mal, du bevorzugst lieber mit den Händen aufs Gesicht auftragen. Also ich bevorzuge eher mit den Händen das aufzutragen. Ach so, ja, okay, dann... Ich mach's dir mal einmal vor bei mir. Mhm. Also tatsächlich gehst du nah dran und verteilst es hier. Dann gehst du dran, das sieht jetzt am Anfang ein bisschen unnatürlich aus. Die Nase, oh, das ist auch super. Oh, das ist super, und die Nase noch. Aber das wirkt dann so ein bisschen auf. Die Armen. Mein Name ist Paul Ripke. Und immer, wenn ich mich um meine Skincare-Routine kümmern will, benutze ich das Catrice Cosmetics Matte Face Pro Set. Das ist halt der neue Trend. Alle machen das so. Es ist tatsächlich so, dass ich wohne in L.A. und da machen das alle so. Ich mache es jetzt einfach mal so wie du, ne? Okay, Stationwechsel zu den Nägeln. Kannst du einmal das noch auftragen und dann würde ich mit den Nägeln weitermachen, weil die Foundation ist jetzt perfekt. Ja, bitte, einmal hier. Ja. Jetzt wirst du auch sauer, weil du bist ja hier der Make-up-Artist. Noch bin ich hier der Make-up-Artist, ne? Also. Ja, ist ja auch fast Karneval, ne? Geht auch hin. Nagellack. Oh. Wart ihr bei der Nagelpflege in letzter Zeit? Ja, sag mal, das sieht man auch. Ja, das sieht man ein bisschen bei dir. Frag sie, welche Farbe sie haben wollen. Welche Farbe hättet ihr gerne? Ich würde gerne blau nehmen. Eine kriegt blau und die andere kriegt nicht die Farbe, die sie haben will, weil die magst du nicht so. Das hier für dich? Mhm. Okay, und für dich? Was hättest du gerne? Ich nehme das Mint hier. Ah, das passt, glaube ich, nicht. Das passt nicht. Okay, was würdest du sagen, was zu mir passt? Nein. Ja, was Langweiliges. Was Langweiliges? Im Ernst war es tatsächlich so, dass mir am schwersten gefallen hat, so unfreundlich zu sein, weil ich grundlegend mich wirklich über alle Menschen in meinem Leben freue. Erstmal kurz säubern. Übermals komplett. Jetzt als Kundin würde ich mir heute definitiv kein Trinkgeld geben. Also eher einen positiv nett gemeinten Ratschlag, dass ich was anderes machen sollte. Mein Meister ist noch nie vom Himmel gefallen. Doch, eigentlich schon. Ich nehme mich. Also du. Ja, außer bei meiner Geburt tatsächlich. Ich wäre nach 4 Minuten einfach rausgegangen und hätte gesagt, ja gut, was war das hier? Das ist ein Quatsch. Wär mal über dich so, was du alles so gut kannst. Ja, ein bisschen die Ränder sauber machen, dann geht das. Ich bin eigentlich ein Vorreiter meiner Zeit, muss man sagen. Also so, ich bin quasi der Influencer der Influencer. Also alles, was Influencer in Deutschland gemacht haben, kommt eigentlich hier aus von meinem dir? Kopf. Ja. Und deswegen, Wahnsinn, dann ist das ja jetzt eine Ehre, dass wir hier mit dir Nägel lackieren. Absolut. Das kann man so sagen, ja, absolut. Ihr könnt auch einen meiner Fingernägel bestimmen. Wie wäre es mit so einem knalligen Ton? Ah, da kommen noch neue weitere Kunden. Hallo und herzlich willkommen. Mach mal den Cinnamon-Ding auf und beiß rein einfach und ungefragt. Was ist das? Direkt rein. Hier könnte man ja wirklich zu Recht sagen, so, was denkt er, wer er ist. Und dementsprechend ist es vielmehr sehr, sehr schwer, so unfreundlich zu sein. Nö, wie da? Hätten wir doch lieber mal das Geld genommen. Die sollen anfangen, für dich zu arbeiten, die zwei da vorne. Einer von euch Nägel lackieren. Delegieren ist super wichtig. Du musst kurz schlafen auch. Ich habe so ein... Eine lange Geschichte. Oh. Wie schläft der denn? Du fängst jetzt an zu schnarchen. Okay, kannst du wieder aufwachen. Du machst es fast so gut wie ich. Aber nur fast, weil eigentlich bist du hier der King. Ich bin ganz so schön geworden wie bei dir. Man kann versuchen, wie der King zu sein, aber... Darf ich euch einen Espresso anbieten? Ja? Gerne. Habt ihr auch Hunger? Nee, die Bowls sind alle für dich. Achso, das sind eh meine, die Bowls. Leute, was mir nicht ganz klar ist, ich dachte, Caro ist diejenige, die negativ ist und Isa ist nett zu mir. Jetzt, ihr prügelt auf mich ein, hier beide. Allgemein haben wir mehr Teufel als Engel gespielt. Bei Paul gab es keine guten Sachen. Langsam ist mir das zu blöd hier. Ich will ja auch irgendwas Positives hier haben. Fängst jetzt an zu singen. Ich bin so schön verstrahlt. Heb ab zum Mars, 10.000 Jahre, wenn so schön verstrahlt. Doppelter Espresso? Du? K.
Cappuccino mit Hafermilch. Erzähl, dass du Starfotograf hier eigentlich auch bist. Und deshalb geht ihr auch gleich in die Gaming-Zone und in die Fotoecke. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber also ich bin Starfotograf. Und deswegen gehen wir jetzt gleich in die Fotoecke. Aber erstmal mal einen Cappuccino. Du gibst einer Person einen Becher mit Milch. Milch ist ja gut für die Knochen. Die Person muss wachsen. Da ist viel Kalzium drin. Du bist schon in der Wachstumsphase. Ah, ja. Bisschen. Hier sind die Magic Must-Haves. Was ist da so drin? Da sind Make-up. Karukawa macht auch richtig schöne Klamotten, schöner als Paris. Ich persönlich mag das Zeug von Karo eh nicht. Also gefällt euch das? Nicht an dich. Hol noch die anderen dazu, weil die wollen ja auch ein Bild vom Starfotograf, weil du bist eh der Geilste. Wollt ihr auch ein bisschen was von meiner Magic in euer Leben gesparkelt haben, dass ihr was zum Posten habt? So, wollt ihr ein Selfie mit mir? Dann machen wir das jetzt mal zusammen. Danach? Ja. Sag, ah nee, ich hab doch keinen Bock. Macht selber ein Bild. Ich hab keinen Bock. Kurz. Ich glaube, das erste Foto war nicht so gut. Aber ansonsten sind ja so Fotoautomaten immer schöne Erinnerungen. Und wenn man hier so Glam Up, Own Your Magic hinter sich hat, dann sollte man das ja auch einmal festhalten. Isa, was soll ich nochmal sagen, wenn das Foto rauskommt? Die sind umsonst, weil du die so gern hast. Ey, das Foto schenke ich euch, weil ich euch einfach mag, tatsächlich. Ja. Und dann kann man hier noch so gamen. Du musst das Bild versteigern. Ich würde, glaube ich, dann doch das Foto versteigern. Steigern? Teilen wir das, was dabei rauskommt? Du behältst es natürlich, ne? Nee, das ist ein Paul Ripke. Ich kümmere mich mal drum. Um die Versteigerung? Um die Versteigerung von dem Bild. Aber wenn man jetzt so vom echten Leben hingeht, ist es wirklich völlig klar, dass ich hier keine Zukunft habe und dass es mein erster und letzter Tag war, weil es wirklich katastrophal war. Ich glaube, ich muss mir einen anderen Job suchen. Ich arbeite hier keinen Tag länger. Das könnt ihr euch sowas von... Ich bin dann. Gute Concealer auf jeden Fall. Sieht gut aus. Wie kriege ich denn das runter jetzt? Gar nicht. Mein Bruder ist Professor Dr. Doktor in Statistik und Chemie und forscht in Harvard. Meine Schwester ist Fachärztin der Radiologie und der Allgemeinmedizin. Und das hier ist mein Beruf. Das sind die zwei Girls. Erklärt mal, warum ich gerade so unfreundlich war. Er ist immer so. Ich hatte einen Knopf im Ohr. Das war ja quasi nicht zu sehen. Und die haben mir die ganze Zeit gesagt, was ich machen muss. Stellen wir Paul ein oder ist halt unbezahlt, ne? Oder gehören hier mal zwei dazu? Ich fange hier nicht an. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Das weiß unser Praktikant. Ja klar, ich hole mal die Überraschung. Das ist Make-up als kleines Dankeschön. Entschuldigung, dass ich so war, wie ich war. Ich musste. Entschuldigung, dass ich euch so verunstaltet habe. Von was anderem kann man nicht reden. Du, Kamera. Paul hat als Praktikant ja schon mal performt. Caro, Isa, jetzt kommt Mitarbeiterin Nummer 2. Auftritt. Selfie Sandra. Ich bin total aufgeweckt, würde ich jetzt mal so sagen. Freundlich und sehe natürlich gut aus. Sandra hat auch so diese eigene Art, aber dass du einfach glücklich und happy bist. Das Geschenk für das Studio hier. Und deshalb war sie auch der perfekte Match für Challenge. So, du kümmerst dich heute um unsere nächsten Mystery-Shopper. Richtig. Damals wollte ich unbedingt Kassiererin werden und mit den Leuten direkten Kontakt haben. Deswegen habe ich mich beworben. Hörst du mich? Ja. Perfekt. Wie ist das Gefühl, mich im Gehirn zu haben? Weird. Ich gebe alles fürs Team, Leute. Die erste Aufgabe, du gehst zu den Leuten, aber im Ballett tanzen. Ja, ich kann heftig gut Ballett tanzen. Also vom Körper wird man es jetzt nicht denken, bin ich ganz ehrlich. Die Ballettmoves von Sandra, die waren heftig. Oh ja. Schön, dass wir hier seid. Schaut euch erstmal um. Gucken wir doch mal. Ich würde die Gäste fragen, ob Schminke oder Nagellack. Worauf habt ihr Lust? Schminke oder Nagellack? Ja, Schminke. Dann hereinspaziert. Kannst du Dialekt sprechen? Was magst denn du so hoben? Wir haben hier zum Beispiel die wunderschöne Palette. Machen wir mal drauf. Nett hier, ne? Ja, schön. Was magst du für eine Farbe hoben? Ich würde mal gerne die Braunschöne ausprobieren. Ich bin kein Make-up-Profi, aber ich gebe mein Bestes. Also kannst du das eigentlich gar nicht? Du so als erste Franzosin. Je suis Sandy. Ich bin Franzosin. Okay. And I... Nee, das ist ja Englisch. So, schau gerne rein. Gefällt mir richtig gut. Also auch die Schatten vor allem, da sieht total toll aus. Ja. Bei den Kunden kam sehr gut an, dass ich die geschminkt habe. Ich glaube, vielleicht sollte ich doch eher an die Beauty-Schiene gehen. Ich sollte Make-up-Artistin werden, ne? Also wirklich richtig gut gemacht. Danke. Dir fehlt so ein bisschen Tiefe im Gesicht. Aha. Deswegen versuchen wir dir jetzt so ein bisschen Tiefe ins Gesicht zu schmieren. Und das geht ganz gut mit... Ab jetzt nur noch flüstern. Okay, wir fangen jetzt damit an, okay? Ich weiß, kannst du mir vielleicht helfen, mir das Bild aufzunehmen?
Gefällt euch Köln? Sehr schön, ja. Ich finde den Laden auch schön. Frag sie mal, wie alt sie sind. Wie alt seid ihr? 22. Ja, das sieht man. Das sieht man. Und du? War das ein Kompliment? Nimm's, wie du willst. Mhm. Okay, brauchst nicht mehr flüstern. Also, ich hab dir das jetzt Ganze mal ab und zu mal Miau reinhauen. Miau, Miau, sieht das geil aus. Miau! Oh, ja, richtig. Hab ich, no joke, das habe ich vorhin selber getestet, das ist heftig. Tolle Augenbrauen hast du. Sag mal, lass die uns mal zupfen. Hast du Lust, wenn ich da mal so ein bisschen nachzupfe? Nee, danke. Gefallen dir meine Augenbrauen? Nee, dann... Doch. Achso. Aber dann drehen meine Augen immer so doll, dann wird das schöne Make-up. Ja, stimmt. Du hast recht. Ruiniert. Du hast recht. Die sollen jetzt bei dir ein Touch-up machen. Und weil ihr mir hier alles erlaubt habt, habt ihr jetzt die Chance, mir ein Touch-up zu geben. Du liebst Farben. Ich liebe es bunt und ich liebe Farbe. Mhm. Also feel free, Leute. Okay. Mehr ist mehr. Das Thema ist bei mir wirklich, man sieht es ja auch im Körper, mehr ist mehr. Oh. Hau drauf. Mehr ist mehr. Ein Auge so, als andere Auge so das machen. Das ist eine richtig gute Idee. Ja. Die beiden Kundinnen fanden es sehr gut, dass die selber Hand anlegen durften. Dass ich denen quasi die Kontrolle über den Laden gegeben habe, als sie mich schminken durften. Ich glaube, das fanden die richtig cool. Die können auch die eine Gesichtshälfte so und die andere so. Dann sind die zu zweit beschäftigt. Ich glaube, wir machen es so, Leute. Du kriegst meine linke Seite und du die rechte. Ja, das gefällt mir gut. Gute Idee. Wir dürfen uns hier bedienen, ne? Ich fange einfach mal an. Ich mache meine Augen zu und wenn ihr ready seid, dann mache ich die wieder auf. Okay, ja, okay. Mach mal so. Du zuckst jetzt immer wieder und sagst, sorry Leute, ich habe Zuckungen. Oh. Sorry. Sorry, sorry. Hat dich doch gar nicht berührt. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Wenn du so, wenn du solche Bewegungen hast, kann ich dich nicht schminken. Wenn du redest, wird scheiß aussehen. Weil jedes Mal, wenn du redest, ist es kein gerader Punkt. Ich habe heute so viel Kaffee und Energy reingepumpt. Okay. Ja, gut. Falls es dann bunten Eyeliner gibt, den hätte ich ja, auch total gerne. Ich finde es auch total toll, dass ich als Mitarbeiterin hier vom Store geschminkt werde. Und die können sich gerne Catrice-Produkte nehmen, aber müssen dir Geld geben. Falls ihr Lust habt, also nicht falls ihr Lust habt, sondern das ist eine Pflicht, Produkte, die ihr benutzt habt, tatsächlich auch... Bezahlen, Oma! Ja, das gibt's so. Oh Gott, das sieht ganz schrecklich aus. Wie bitte? Frag die mal, wie viele Follower die haben und prolete dann mit deiner Followeranzahl. Habt ihr Instagram oder TikTok? Ja. Instagram haben wir. Und wie viele Follower habt ihr da so? Nicht so viele. Nicht so viele wie du. Nur unsere Freunde, unsere engsten Bekannten. Ich bin halt Influencerin, hab über 100.000, ne? Ja. Auf TikTok sogar über Millionen, ja. Boah. Und wie ist es so, nicht berühmt zu sein? Sehr schön, auf jeden Fall. Was sind das denn für Vorteile, die man dann hat? Ja, das viele Geld. Okay, jetzt reicht's mit Schminken. Ihr geht jetzt zur Nagelstation. Wir sind ready. Darf ich die Augen aufmachen? Du darfst die Augen aufmachen. Klar. Color Blocking kommt wieder richtig ins Game. Gerne zwei Eyeliner übereinander. Das sieht total geil aus und fresh. Das ist ein neuer Trend nächstes Jahr. Das sieht aus wie Cindy aus Marzahn. Ich finde, auf dem Laufsteg geht sowas immer. Auf dem Laufsteg geht alles. Setzt euch gerne hier in die Nagelecke. Du wirst jetzt richtig sentimental bei der Farbe. Ja, wenn ich so an Rot denke, oh, Liebeskummer, Mädels. Echt? Bei der nächsten Farbe wird es noch schlimmer. Und seine Lieblingsfarbe war halt gelb. Der hatte so einen gelben Pullover. Da musste ich einfach anfangen zu heulen. Oh, wenn ich gelb sehe. Digga, sein Lieblingspulli war immer gelb. Ich kann nicht. Gelb, Alter. Ihr versteht das nicht. Übergib einfach deinen Stuhl an die andere. Die soll jetzt der anderen die Nägel machen. Kannst du ihr vielleicht die Nägel machen? Ja, sicher. Habe ich dann auch schon einen Teil davon bezahlt, ne? Weil ich stelle ja eine Dienstleistung. Auf gar keinen Fall! Ey, du spinnst! Ey, so, ich mache hier die Preise! Jetzt bist du richtig sauer. Und kann ich erst so coole Sticker? Nein, das hast du nicht! Nein, keine Sticker, nur Farbe! Okay. Und nicht rot oder gelb, verstanden? Willst du es jetzt doch machen? Dann... Ach so, nee. Sehe ich so aus, als ob ich arbeite? Chill mal, ja? Leg dich aufs Sofa. Sandra macht Pause. Das ist der Job der Influencer. Das ist nämlich die Wahrheit. So arbeiten wir. Diese Ironie war schon ganz lustig. Ich glaube, dass viele den Influencer-Beruf eben genauso sehen, dass wir einfach nur chillen. Ohne Pause, nein. Nee, ich habe geschlafen im Stream. Ich habe geschlafen im Stream. Gott. Du ja wirklich, du schläfst ja vor der Kamera. Gott, das ist kein Sofa, es ist ein Luftbett. Ich sag's euch. So wie ich hier gerade liege, ich schwör's euch, das beschreibt einfach den Job eines Influencers. So ein Tipp für zukünftige Influencer wäre, sei einfach wie ich. Kopiert mich. Schafft eh keiner. Wie wird man Influencer? Erstmal muss man gut aussehen. Ja, okay. Weitens
Aber es halt gut aussehen. Beides erfüllt bei dir. Die fanden es auch sehr interessant, als ich denen so Einblicke gegeben habe in mein Social-Media-Leben, dass ich halt echt nur am Chillen bin und so. Ja, jetzt auch grad wieder. Frag mal, ob du eine Handmassage bekommst. Hat jemand Lust, mir die Hände zu massieren? Also ich muss ehrlich sagen, Sandra, ich habe das jetzt alles mitgemacht, aber wir sind jetzt einmal an einem Punkt angekommen, so langsam wird mir das ein bisschen zu viel. Sagst du, oha, frech. Frech, ja. Nicht mal Influencer sind so abgehoben. Selbst Influencer sind nicht so abgehoben wie ihr. Guck mal, ich komme euch die ganze Zeit entgegen, ich lade euch hier ein und dann wollt ihr mir lieber die andere Hand. Sag, du hast Stimmungsschwankungen, das ist alles cool und die machen alles richtig toll. Können wir dir irgendwas anderes Gutes tun? Ach nee. Jetzt habe ich wieder richtig gute Laune. Entweder ich habe ganz schlechte oder richtig gute. Ich will euch mal in den Arm nehmen. Nimm sie, guckt die Folge an auf dem Sofa und sagt, wie geil die Folge ist. Und das ist eine sehr, sehr, sehr geile Folge. Seht ihr auch die Emotionen in dem Video und so? Ein bisschen. Man hört halt nichts. Manchmal ist es auch ganz schön, nichts zu hören. Du kannst mal sagen, was du besser gemacht hättest. Unter uns, ne? Soll ich euch mal sagen, was ich besser gemacht hätte? Ja, sag mal. Mich da reingestellt. Wisst ihr, das Einzige, was fehlt, ist halt echt, bin halt ich. Ich finde, die machen das gut. Nein. Doch. Ich fehle. Es bringt mich schon wieder eine schlechte Stimmung. Okay. Habt ihr Lust in die Fotobox? Ja. Wir wollen ja noch unser Bild machen, unser Selfie. Ja, machen wir. Ich grab's mal wieder in die Hände. Mir total nett, dass du uns immer so rumführst. Ja, klar. Ist das die Fotobox? Das ist er? Das ist die Fotobox. Kommt, Mädels! Ladies first. Die geilste hierin hinein. Tschüss. Ich glaube, du musst noch ein bisschen höher, oder? Warte, nochmal. Ja, das ist es. Hello, Mädels. Hello. Isa und Caro waren auf jeden Fall sehr gute Coaches. Am Anfang dachte ich so, ich werde eine ganz normale Stani-Verkäuferin. Aber durch deren tollen Tipps war ich einfach fresh. Wie hat es euch gefallen? Es war interessant. Ja, es war eine interessante Erfahrung. Wir waren übrigens der Knopf im Ohr bei Sandra. Habt ihr euch wahrscheinlich gedacht? Weil eigentlich bin ich normal. Und dafür, dass ihr das alles mitgemacht habt, würde ich sagen, geben wir euch so ein bisschen kleine Präsenz. Wo sind die? Wir wissen schon wieder nicht. Ja, ich bin das Präsent, Leute. Ah, scheiße, ist das gleiche Produkt. Trotzdem. Danke. Sehr cool. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Gerne, Leute. Bleibst du unsere Mitarbeiterin? Ja, also ihr müsst es ja entscheiden, glaube ich, ne? Ja, also ich finde, das ich ist sehr gut. Ich habe schon unterschrieben den Vertrag. Ja. Schön. Das ist gar keine Frage. Gehalt verhandeln wir noch, ne? Ich stelle beide ein. Ja, beide. In zwei verschiedene Bereiche. Einer nach vorne, einer mehr in die Mitte. Und ich chill hier hinten auf dem Sofa und zock ganz hinten. Wie ein richtiger Influencer eben. So nämlich. The next day. Ob sich das Own Your Magic Studio von diesem Abriss erholt? Eins ist sicher. In der 8. und letzten Folge müssen endlich wieder Caro und Isa ran. Denn Vanessa Mai lädt zur magischen Finalshow.